Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Ausrüstungsvideo. Da draußen Sauwetter, natürlich leider drinnen. Davon abgesehen hatte ich keine Lust, all diese Schuhe in den Wald zu schleifen, nur damit ihr die mal seht. Heute geht's um Schuhkunde. Ich habe mir das so vorgestellt, ich zeige euch jetzt einen ganzen Haufen Schuhe und erzähle euch jeweils, warum der entsprechende Schuh dann irgendwann aussortiert wurde und ich zum nächsten Schuh übergegangen bin. Das ist also quasi so eine Historie der Dinge, die so an meinem Fuß geklebt haben. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Mit Schuhen kenne ich mich doch mittlerweile relativ gut aus, bilde ich mir ein. Also für mich persönlich, es gibt natürlich persönliche Vorlieben und das ist ja auch richtig so, weil jeder hat ja einen eigenen Fuß, aber ja, ich habe mich doch mit Schuhen recht intensiv auseinandergesetzt. Gut, Schuh Nummer 1 ist dieses Modell hier. Das ist ein alter Meindl. Kann man hier schön sehen. Und ja, wie man hier schön sehen kann, ist der wirklich alt. Wobei, das ist nicht dramatisch, dass das hier abgeht. Das war mein erster Wanderschuh, also wirklich als Wanderschuh konzipierter Schuh. Wie alt bin ich denn da gewesen? So 12, irgendwie sowas, 13, ja, irgend sowas um den Dreh. Es ist so, dass ich diesen Schuh nie lange anhatte. Mittlerweile hat sich die Sohle, wird er von meiner Mutter benutzt, weil meine Mutter witzigerweise jetzt mittlerweile die gleiche Schuhgröße hat wie ich mit 12. Und ja, habe mir den jetzt mal ausgeliehen zum Zwecke dieses Videos. Deshalb hat er jetzt auch wieder eine neue Sohle. Meindl war also sehr wohl in der Lage, das Ding neu zu besohlen. Ganz wunderbar. Auch nach vielen, vielen, vielen Jahren eben noch. 18, ja, so 18, 19, irgendwie sowas. Also hierbei handelt es sich um den einzigen leichten Wanderstiefel, den ich finden konnte. Der ist nämlich wirklich nicht besonders stabil. Das könnt ihr feststellen, wenn ihr hier hinten mal drauf drückt. Dann könnt ihr nämlich merken, dass hier jetzt, wo mein Daumen sitzt, auch schon die Versteifung, die sich hier hinten im Fersenbereich befindet, aufhört. Ganz hinten ist er noch ein kleines bisschen weiter hochgezogen, aber der Bereich, der eben wirklich super fest im Schuh sitzt, ist nur dieser vergleichsweise schmale Streifen und darüber ist dann schon alles relativ weich. Sprich, das Ding schützt vor Umknicken. Jetzt nur ein bisschen. Ist natürlich besser als ein Halbschuh, aber viel ist es nicht. Also es ist wirklich ein sehr leichter Wanderstiefel und der wiegt auch nicht viel, obwohl er halt uralt. Sehr verwindungssteif ist die Sohle nicht. Entsprechend gut passt sie sich dem Boden an. Das sorgt für ja, einen höheren Gehkomfort, meiner Meinung nach. Gibt auch Leute, die sind der Meinung, ich laufe überall mit fester Sohle rum. Das macht mir gar nichts. Aber die Sohle ist doch so dick und fest, dass man nicht jeden Stein spürt, auf dem man so herumläuft. Ja, was kann man denn heutzutage jetzt noch mit so einem Schuh anfangen? Also davon abgesehen, dass er mir nicht mehr passt, würde ich so ein Modell noch auf Vorstraßen anziehen wollen. Weil die haben ja dann doch relativ viel Geröll bzw. Kies obendrauf. Und ja, so Steine, wenn man da drauf rumläuft und dann wirklich nur so eine ganz dünne Sohle wie bei so einem Laufschuh hier hat, bei dem hier geht es eigentlich noch, aber wenn die dann mal ein bisschen älter werden und die Dämpfung etwas abnimmt, merkt man dann schon irgendwann jeden Stein, auf dem man rumläuft. Das werdet ihr wahrscheinlich auch schon mal festgestellt haben, wenn ihr mit irgendwelchen Zivilschuhen unterwegs gewesen seid. Also irgendwelche ganz normalen Straßenschuhe für den Alltagsgebrauch, die eben kein Wanderschuh oder kein Sportschuh sind. Da merkt man das schon. Und für sowas würde ich dann sowas theoretisch noch anziehen. Aber macht meiner Meinung nach dann auch keinen Sinn, weil bevor man so einen leichten Stiefel anhat, der wirklich nur ein bisschen ganz minimalen Schutz bietet, dann kann man auch gleich auf den Stiefel verzichten und einen Halbschuh nehmen. Und zwar so einen wie diesen hier, den habe ich jetzt ganz selten nur noch in Verwendung. Das ist einen, den es auch heutzutage, einer, den es auch heutzutage noch gibt. Das ist ein Hangwag Robin. Hangwag war es, glaube ich, oder? Ja, Hangwag war es, hier steht's. Ist so einer der beliebtesten Vollleder-Halbschuhe, die Hangwag hat. Heieiei. Und ja, ist eigentlich für einen Halbschuh sehr solide und auch sehr fest. Der ist auch vergleichsweise schwer, weil Leder halt auch nicht das leichteste Material ist. 100% Leder, bis auf die Sohle natürlich und bis auf die Metallteile. Ein sehr, 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 sehr schöner Schuh. Vor allem, weil Lederschuhe ja die wunderbare Eigenschaft haben, sich dem Fuß nochmal besser anzupassen, als das bei irgendwelchen, ja, Schuhen mit Kunstmaterialien.
der Fall ist. Und deshalb war der immer wahnsinnig bequem. Was mich ein ganz kleines bisschen gestört hat, das ist jetzt das weniger schlimme Modell, ist, dass ich bei Schuhen, die hier vorne komplett glatt sind, immer irgendwann früher oder später so eine Knickfalte bekomme vom Laufen. Und die kann man hier jetzt schon so angedeutet sehen. Wie gesagt, das ist der linke Schuh, der rechte Schuh sieht noch schlimmer aus. Den habe ich jetzt aber gerade nicht griffbereit. Meiner Meinung nach der perfekte Schuh für leichte Wanderungen bzw. so lange, wie man den Weg nicht verlässt. Er bietet dem Knöchel keinen zusätzlichen Halt. Kann man sehen, das ist hier alles wirklich super leicht und weich. Also Stabilität ist nicht, aber hier unten ist er natürlich auch fest vergleichsweise. Nochmal ein bisschen weniger fest, als das bei dem Stiefel eben der Fall war. Aber ob man jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal 30% Halt durch so einen leichten Stiefel bekommt oder überhaupt keinen durch so einen Halbschuh, dann würde ich diesen vorziehen, weil wenn man die ganze Zeit im Stiefel rumrennt, insbesondere in so einem Panzerstiefel wie, Moment, so einer hier, dann hat man irgendwann das Problem, dass man gar nicht mehr, dass der Fuß verlernt, in Anführungszeichen, durch natürliche Ausgleichbewegungen nicht umzuknicken. Sprich, man verlernt, in Anführungszeichen, irgendwann ein wenig das Laufen. Und deshalb sollte man einen entsprechend schweren Stiefel meiner Meinung nach wirklich nur dann anziehen, das habe ich auch lange Jahre gebraucht, bis ich das begriffen habe, wenn man auch wo unterwegs ist, wo ja der Effekt, dass das halt ein Panzerstiefel ist, den Nachteil wert ist, dass man während man den trägt quasi das Gehen verlernt. Weil alternativ wäre, wenn man mit so einem Schuh unterwegs wäre, zum Beispiel in irgendeinem Geröllfeld in den Alpen, dass man unter Umständen ganz übel umknickt und dann ist der Fuß natürlich am Arsch. So ein Halbschuh ist wirklich noch was für auf dem Weg. Wenn man meiner Meinung nach im Wald die Wege verlässt, dann ist man doch mit ein bisschen mehr Halt im Knöchelbereich einfach besser beraten. Jetzt wird der eine oder andere von euch vielleicht der Meinung sein, dass das ja nur was für Anfänger ist, dass man mit einem Stiefel in den Wald muss, abseits der Wege, weil wenn man da jahrelang rumgeschlichen ist und eine unglaubliche Trittsicherheit hat, dann reicht einem theoretisch auch so ein Halbschuh wie dieser hier vollkommen aus, weil man knickt ja eh nicht um und weiß ganz genau, wo man hintritt. Nee. Weiß man nicht, weil ich habe wirklich den einen oder anderen Förster gefragt, der mit der längsten Berufserfahrung macht das Ganze jetzt seit 40 Jahren und der rennt immer noch mit einem schweren Stiefel im Wald rum, obwohl der trittsicher ist wie gar nichts, der gleitet über die Äste, als ob er drüber schweben würde. Das ist also, war mit ihm unterwegs, das ist abnormal. Ich habe immer gedacht, ich wäre trittsicher, aber der Mann, das ist jenseits von Gut und Böse. Aber in der Zeit, als ich mit ihm unterwegs war, ist selbst der einmal, ja, hingefallen ist zu viel, aber ein bisschen in Stolpern gekommen. Und da ist es halt schon wichtig, wenn halt doch mal was passiert, dann braucht man halt meiner Meinung nach abseits der Wege einen verdammten Stiefel, damit der Knöchel einigermaßen geschützt ist. Der muss nicht 100% geschützt sein, wie im krassen Panzermodell, aber so na, 80%, 90% oder von mir aus auch nur 70%, das sollte man schon haben, wenn man sich in einem Gelände befindet, in dem man halt leicht mal umknicken kann. Und irgendwann ist man müde und schlappt dann nur noch durch die Landschaft und dann rutscht man halt doch mal dumm aus irgendeinem Zweig aus. Tritt zum Beispiel, wir brauchen einen Zweigersatz. Das hier ist ein Zweig, der liegt so, man tritt da so dumm drauf. Dann ist jetzt hier vielleicht noch eine kleine Mulde und krack, zack, knickt einem der Fuß so weg. Und wenn man dann halt nur einen Halbschuh hat, dann passiert das eben super schnell, dass da dann der Knöchel entsprechend in Mitleidenschaft gezogen wird, während das halt mit dem festen Stiefel einfach nicht passieren kann, weil der Fuß kann gar nicht weit, also so quasi zur Seite wegknicken, dass er dann auch hier nachgibt, ne? Also so ungefähr meine ich das jetzt. Das geht gar nicht, wenn das ein entsprechendes Panzermodell ist. Wie dieser hier, der... Das geht nicht. Der ist bis hier quasi, man kann es hier sogar schon so leicht erkennen, dass hier so eine Knickfalte ist. Bis dahin ist der gepanzert und die komplette Ferse sitzt sozusagen im Panzerbereich. Und hier oben der Schaft ist auch
nur leicht zu verbiegen, nur schwer zu verbiegen, wenn da dann noch ein Fuß drin sitzt, ist Umknicken mit so einem Stiefel dieser Kategorie schon gar nicht mehr möglich. Dazu kommen wir gleich. Deshalb würde ich eben für Wanderungen auf Wegen einen Halbschuh empfehlen, weil der Fuß verlernt nicht das Gehen. Und gleichzeitig ist das hier schon wieder übertrieben. Zwischendurch eine Alternative, die von manchen Leuten immer noch angewendet wird und interessanterweise unter diesen manchen Leuten auch Menschen, von denen man meinen könnte, dass sie es besser wissen. Beziehungsweise, ich würde das eher so interpretieren wollen, dass es für manche Leute halt eben tatsächlich eine Option ist, in einem leichten Laufschuh, Sportschuh und so weiter und so fort, im wildesten Gelände, Dschungel, Wald und so weiter unterwegs zu sein, nicht im Geröll. Also Hochgebirge, Alpen, Geröllfelder und so ein Zeug, da würde selbst, glaube ich, ein Rüdiger Neberg nicht mehr sowas anziehen. Aber ich habe in diversen seiner Bücher gelesen und auch in Vorträgen gehört, der ist zeitlebens auf seinen Touren mehr oder weniger mit so einem Sportschuh am liebsten unterwegs gewesen. Also insbesondere im deutschen Wald hat er immer irgendeinen Sportschuh angehabt, halt das jeweils zeitgenössische Modell. Ich glaube nicht, dass die damals schon solche krassen Farben wie diese hier gehabt haben. Das ist, damit ich nicht überfahren werde, wenn ich joggen gehe. Ist noch mein aktueller Laufschuh, wobei der langsam auch ausgedient hat, weil die Dämpfung der Sohle sich langsam aber sicher verabschiedet. Ich wollte nur sagen, es gibt tatsächlich Leute, für die ist die Variante Sportschuh gar nicht so blöd und die kommen damit wirklich gut zurecht. Für alle anderen würde ich das enormer nicht empfehlen wollen, obwohl es ja gerade beim Laufschuh mittlerweile Modelle gibt, die auch eine so stark verstärkte Ferse haben. Dieser hier ist da auch erstaunlich fest. Dass man da trotzdem einen gewissen Halt drin hat und damit auch wirklich relativ gut abseits der gut ausgebauten Wege unterwegs sein kann. Trotzdem wäre es mir gerade beim Rennen abseits der Wege wirklich zu gefährlich, insbesondere in irgendeinem Szenario, wo man weit ab der Zivilisation ist, dass man dann halt doch in so einer Latsche mal umkippt, weil das geht halt eben auch schnell, weil halt eben der Knöchel hier noch rausragt, so halber. Und der Bereich, in dem quasi die Knickkante des Knöchels wäre, ist dann auch nicht mehr so gut stabilisiert. Da kann man schon schnell umknicken, insbesondere wenn man halt irgendwo mitten durch den Wald rennt. Also ein Trailrunning-Schuh, das ist ja keiner, das ist ja ein stinknormaler Laufschuh, wäre jetzt nochmal so eine gangbare Alternative für diejenigen, die wirklich so richtig gerne, so richtig sportlich in der Landschaft unterwegs sein wollen. Und das Risiko halt eben eingehen wollen, dass dann eine Verletzungsgefahr durch Umknicken eben besteht. So Leute soll es ja geben, insbesondere unter uns Geschlechtsgenossen, gell? Aus der Reihe möchte ich euch zu diesem Sondermodell hier nochmal was erzählen. Jetzt kommt nicht, was ist das denn für ein leichter Schuh, mit dem hast du ja überhaupt keinen Halt. Das stimmt nämlich, mit dem hat man überhaupt keinen Halt, außer, das ist nämlich ein Spezialschuh, in der besonderen Situation, dass man sich in einem Bach befindet. Das ist nämlich ein Wasserschuh, der wird einmal fürs Kanufahren verwendet und ich war der Meinung, der müsste sich doch eigentlich auch prima eignen, um damit irgendwelche Flüsse zu durchwaten, wenn man sich in Norwegen, Schweden, Schottland, sonst wo in der Pampa, Pyrenäen, Alpen befindet, gibt es halt immer mal wieder Situationen, dass man zu einem Flüsslein, Bächlein, irgend sowas dazwischen, kommt und diesen durchqueren muss. Und da reicht es dann in der Regel, also ist meine Erfahrung, seltenst aus, wenn man einfach nur mit dem Wanderstiefel immer von Steinchen zu Steinchen hüpft. Sondern da sind dann halt auch durchaus mal so Sachen dabei, wo man komplett die Hose ausziehen darf und dann auch gerne mal bis zum Oberschenkel im Wasser steht. Und man sollte in jedem Fall unbedingt aus Verletzungsrisikogründen immer was am Fuß haben. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Es sind schon diverse Wanderer gegeben, die der Meinung waren, sie können da barfuß queren und am Ende war der Fuß am Arsch. Und wenn der Fuß am Arsch ist, hat man erstens kein Bein mehr und zweitens fällt das Laufen erheblich schwerer, wenn das wichtigste, ja, eigentlich schon der wichtigste Körperteil auf einer Wanderung dann eben lädiert ist. Mit den Beinen natürlich, die sind genauso wichtig. Aber kaputter Fuß und weiterlaufen müssen, das macht überhaupt keinen Spaß. Und wenn man sich bei einer Flussquerung geholt hat, ist es meiner Meinung nach umso ärgerlicher, weil man halt klar eigentlich auch weiß, dass man da besonders gut aufpassen sollte.
Die Alternative zu diesem Flussquerungsschuh ist dann eine Trekking-Sandale. Die sind weiter verbreitet und ich bin eigentlich die Ausnahme, dass ich dafür diesen Halbschuh verwende. Oder einen solchen Halbschuh, sagen wir es mal so. Meiner Meinung nach sind die nochmal besser, weil sie erstens, also komisch das aussieht mit diesem Profil, erstaunlich guten Halt auf wasserumspülten Steinen bieten. Also wirklich Stein unter Wasser. Das hat hier so ganz leichte Noppen, dieser Schuh. Und durch diese Löcher, die übrigens auch Abflusslöcher sind, man kann hier schön sehen, dass das Licht einigermaßen durchleuchtet. Dadurch trocknet das Ding wirklich relativ schnell und es macht überhaupt nichts, wenn der mal nass wird. Also ich habe damit wirklich immer sehr guten Halt gehabt und habe damit schon viele Flüsse durchquert. Wie gesagt, also das ist meine persönliche Lösung für diesen Zweck. Übrigens beim Fluss durchqueren, ich wollte es an dieser Stelle kurz gesagt haben, Sicherheitshinweis, wenn ihr da noch einen schweren Rucksack dabei aufhabt, wovon ich ausgehe, weil sonst wärt ihr nicht auf Trekkingtour, dann wichtig, während der Flussquerung mit dem Rucksack den Hüftgurt immer aufmachen, weil sonst, wenn man ins Wasser plumpst und weggetrieben wird und man hängt noch an seinem Rucksack fest, gut, Verlust der Ausrüstung ist schlecht, aber wenn man durch den Rucksack absäuft, ist noch schlechter. Deshalb Hüftgurt immer aufmachen, man kann den Rucksack irgendwo wieder einsammeln. Meistens. Und wenn das auch nicht geht, dann ist man immerhin wenigstens noch am Leben. Was mich auch nochmal als Kaufargument eine Rolle gespielt hat bei diesem Ding, ist, dass der so auch relativ zivil aussieht und man mit dem Teil dann auch wunderbar mal auf dem Campingplatz, wenn es dann mal einen gibt, oder mal im Pub, wenn es denn mal einen gibt, rumlaufen kann und es auch schön ist für die Füße zwischendurch mal rauszukommen aus den schweren Tretern. Also, und das Teil wiegt so irgendwie 120 Gramm oder was. Pro Schuh, ne, sogar noch ein bisschen weniger, ich glaube 110 oder was, weiß ich nicht mehr genau. Ist wirklich super, super leicht. So, dann habe ich nochmal einen Schuh außerhalb der Schuhhistorie sozusagen, nämlich, ich wollte noch ein paar Worte zu Militärstiefeln sagen. Das hier ist ein Original-Bundeswehr-Kampfstiefel aus dem Jahr 2007, also wirklich original, dienstlich geliefert. Kann man hier übrigens, naja, zumindest bei der 2007er Ausrüstung war LHBW immer derjenige, der sowas, die Firma in Anführungszeichen, die für die Ausrüstung zuständig war. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt heute ist. Das ist also wirklich absoluter originaldienstlich gelieferter Stiefel, den ich zur Grundausbildung bekommen habe. Man kriegt ja immer zwei Paar. Ich habe das eine Paar angehabt und das andere Paar eingelagert. Das hier ist einer, den ich eingelagert hatte. Deshalb ist er noch jungfräulich und deshalb hat er auch keine Schnürsenkel. Beziehungsweise, da waren schon mal welche dabei, aber die habe ich zweckentfremdet. Demzufolge fehlen sie jetzt. Meiner Meinung nach sind Militärstiefel so ein... Ich tue mich da schwer. Ich mag die zivilen Dinger lieber, weil ich irgendwie den Eindruck habe, dass man da noch ein bisschen mehr Wert drauf gelegt hat, auf den individuellen Ansprüchen des Schuhträgers gerecht zu werden. Bei Militärstiefeln habe ich immer so den Eindruck, das ist halt die Einheitsware, die jedem passen muss. Auch wenn es das Teil in 27.000 verschiedenen Größen gibt, gefühlt. Mir war es echt nicht möglich, einen verdammten Kampfstiefel zu finden. Ich war dreimal beim Schuhmensch in der Ausrüstungskammer da und habe drei verschiedene Schuhe gehabt und habe jedes Mal feststellen müssen, nee, passt immer noch nicht. Beziehungsweise beim dritten habe ich dann damit leben können, indem ich zwei Paar Socken angezogen habe und nochmal eine zusätzliche Einlegesohle da reingeklatscht habe. Ursprünglich ist da so ein komisches grünes Plastikteil drin. Also dann ging es einigermaßen. Aber meine persönlichen Erfahrungen mit Militärstiefeln sind halt eben nicht so toll. Im Prinzip sind die natürlich schon gut und insbesondere nicht die Standard-Kampfstiefel, sondern die besseren Modelle, die dann die Gebirgsjäger zum Beispiel kriegen oder halt eben die man sich dann von ja, normalen privaten Herstellern, in Anführungszeichen privat, dazu kaufen kann. Sowas wie Hikes. Aber an sich ist der normale Standardkampfstiefel schon eigentlich ein guter Schuh. Der ist erstens mal Leder. Der ist, wenn man ihn vernünftig pflegt, auch wirklich lange wasserdicht. Er passt sich, wenn man das Glück hat, tatsächlich einen zu finden, der passt, sehr gut dem Fuß an. Meine Kameraden waren alle begeistert und er hat auch eine enorm verwindungssteife und feste Sohle, damit man quasi alles niedertrampeln kann. Was er aber nicht hat und was mich bei dem Ding immer geärgert, naja, geärgert ist zu viel gesagt, verwundert hat, ist,
der ist überhaupt nicht, der Schaft ist gar nicht stabil. Das Ding schützt also schon wieder nicht vom Umknicken. Wir haben quasi den Halbschuhbereich in Anführungszeichen in ultrasolide und man sagt ja auch immer, das Ding hätte eine Stahlkappe vorne drin. Meines Wissens ist es kein Stahl, sondern irgendwas anderes. Aber auf jeden Fall ist das super stabil und da müsste einem schon, keine Ahnung, der Panzer drüber fahren, damit da wirklich was kaputt gehen kann. Also ich habe es noch nicht geschafft. Wir haben alles Mögliche versucht, uns gegenseitig auf die Zehen zu treten. Und keiner hat es geschafft, dem anderen nennenswert weh zu tun. Also das ist schon wirklich super solide und das ist ein toller Arbeitsstiefel, ohne jeden Zweifel. Aber mich irritiert wirklich die Tatsache, dass der hier so lass ist und man mit dem Ding, ab hier kannst du wunderbar drücken und ab da wird alles ganz wunderbar weich und wop. Schutz für den Knöchel ist nicht gegeben, obwohl der Stiefel so enorm hoch geschnitten ist, verglichen mit meinen zivilen Panzerstiefel hier in dreckig, ist der hier nämlich nochmal ein bisschen höher geschnitten, weil hier ist ja ungefähr effektiv ab da, wo der Schnürsenkel sich eingeschnitten hat, Schluss. Und hier kannst du wirklich nochmal einen ganzen Ticken weiter hochschnüren. Theoretisch sollte man also meinen, der muss irgendwie stabil sein, ist aber nicht. Also wie gesagt, ich persönlich habe mit Militärstiefeln so meine Vorurteile. Das mag gerechtfertigt sein oder nicht. Und ich weiß, dass viele Leute mit den guten, teuren Modellen dann auch zurechtkommen. Und die kosten dann ja auch irgendwann ähnlich viel wie die guten zivilen Modelle. Aber ich weiß nicht. Oh, und nochmal ein Fakt, weshalb gerade der Original-Bundeswehr-Kampfstiefel vielleicht keine so gute Idee ist, den anzuziehen, ist ja die Tatsache, dass der auch von Neonazis als ja, Uniformstiefel in Anführungszeichen missbraucht wird. Dazu gehören meines Wissens dann noch die weißen Schnürsenkel oder irgend so ein Spaß. Und vielleicht ist es auch ein anderes Modell als dieser. Aber ich persönlich möchte nicht mal im Ansatz von irgendjemand, der keine Ahnung hat, auch nicht mal ansatzweise mit irgendeinem Neonazi verwechselt werden. Von daher, zum Zivil rumlaufen, für mich immer so ein bisschen fragwürdig gewesen.